Herzlich willkommen bei unserer virtuellen Lesung. Virtuell deshalb, weil wir aufgrund des Lockdowns gezwungen sind, zu Hause zu lesen. Wir lesen heute aus meinem ersten Kinderbuch, Die kulinarische Reise der Mimi Bonbon, ein kleiner Reiseführer für große und kleine Kinder, kompakt, passt in jeden Rucksack. Tom 1, Band 2, Gustav in Paris, lesen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Il s'agit d'un petit guide de voyage pour enfants, en allemand et en français. Il existe en deux tomes, Le voyage culinaire de Mimi Bonbon et Gustave à Paris. Le format est très pratique puisqu'on peut l'emporter partout où l'on va. Et dans ce petit livre ici, avec Mimi comme personnage principal et son chien Brocoli et son cousin Gustave, vous pourrez découvrir beaucoup d'anecdotes sur Vienne, sur le patrimoine architectural, culturel et bien sûr culinaire. Il existe, Gustave à Paris existe également en japonais-français et en anglais-français. Es geht los! Mimi ist kein gewöhnliches kleines Mädchen, denn sie hasst Süßigkeiten. Voilà, Mimi. Psst, ne le dites à personne. Mon plat préféré, ce sont les épinards. Sie mag weder Bonbons noch Schokolade, doch sie liebt Kaffiol, Karotten, Endivien. Mimis Mutter ist verzweifelt. Iss dein Croissant, Mimi. Es ist spät, du musst in die Schule. Mais je n'ai pas faim. Mimi, hör gut zu, du kannst nicht immer nur Gemüse essen. Sieh mal dieses leckere, knusprige, goldbraune Croissant. S'il te plaît, Maman, je voudrais une tomate. Brocoli aussi en voudrait. Brocoli ist ihr Hund. Mimi, hör gut zu, dein Vater und ich haben einen Entschluss gefasst. Qu'est-ce qu'il y a, Maman? Mir reicht's jetzt den ganzen Tag nur grüne Bohnen, Spinat. So kann das nicht weitergehen. Ab jetzt musst du am Morgen ein Brot essen, am Nachmittag ein Schokocroissant, ja, und zum Mittag einen Obstkuchen. Wir werden dich zu Oma nach Österreich schicken. Tu es sérieuse? En Autriche? Oma wird dir das Kochen beibringen und dein Cousin Gustav wird auch da sein. Gustav, Monsieur, je sais tout. Oh non. Keine Widerrede. Mais je peux emmener Brocoli avec moi? Natürlich, wenn du versprichst, bei deiner Großmutter brav und gehorsam zu sein. Eine Woche später ist Mimi in Wien angekommen, der Hauptstadt Österreichs und dem Königreich der Mehlspeisen. Bei Oma in der Küche. Also Mimi, unser Programm für heute, wir werden Palatschinken backen. In Frankreich nennt man sie übrigens Crêpe. Kannst du mir sagen, was wir dafür brauchen, Gustav? C'est facile, je connais. Il nous faut des œufs, du lait et de la farine. Gustav ist der Besserwisser. Klug. Und weißt du auch, dass man sie auch salzig zubereiten kann, zum Beispiel mit Spinat? Ça, c'est déjà plus intéressant. Ça doit être délicieux. Aber Kinder, sag mal, habt ihr schon mal was vom Kaiserschmarrn gehört? Kaiser, comment? Quand le cuisinier de l'empereur François-Joseph a raté les crêpes, il n'a pas osé jeter la pâte. Il a donc créé une nouvelle recette, le Kaiserschmarrn. Je peux noter? Comment rater une recette? Tu sais, c'est tout simple, ce sont seulement des crêpes déchirées. Et le mot schmarren, ça veut dire bêtise. Ah, ça sera ma recette préférée. Morgen, Kinder, werden wir das historische Stadtzentrum von Wien besichtigen. Ich werde euch das Pavlatschenhaus zeigen. Was ist ein Pavlatschenhaus? Palatschinkenhaus, une maison de crêpes, avec la méchante sorcière comme dans Hänsel et Gretel? Nein, nicht Palatschinkenhaus, Pavlatschenhaus, Mimi. Pavlatsch ist tschechisch und heißt offener Gang. Denn zu diesen Wohnungen hat man nur über eine äußere Treppe Zugang. C'est rigolo, j'aimerais bien voir ça. Aber zuerst, Kinder, werden wir das berühmte Hotel Sacher besuchen. Es liegt direkt neben der Oper
Und hier, nur hier findet man die berühmte, die echte Sachertorte. Le gâteau au chocolat le plus connu du monde, dont personne ne connaît la vraie recette. Ja, das stimmt. Das Originalrezept ist ein gut gehütetes Geheimnis. Im Café des Hotels Sacher. Mimi bestellt einen Tomatensaft. Gustav eine heiße Schokolade mit einer riesigen Portion Schlagobers. In einer vergoldeten Vitrine entdecken sie viele verschiedene Kuchensorten. Mamie, regarde, qu'est-ce que c'est ce moule bizarre, tout biscornu? Das ist eine Gugelhupfform. In Österreich isst man den Gugelhupf am liebsten nachmittags zum Kaffee. Er ist eine Erfindung der Kapuzinermönche. Ihre Kapuze nannte man nämlich Gugel, daher auch der Name. Gugelhupf, ça signifie aussi saute petite boule. Kugelhüpf. Siehst du, in Österreich sind Kochkunst und Sprache eng miteinander verbunden. Oder vielmehr Sprachen. Car avant, l'Autriche était un grand empire qui regroupait de nombreux peuples faisant partie de la monarchie austro-hongroise. Cet empire s'étalait de l'Italie du Nord à la Tchéquie d'aujourd'hui, la Slovaquie, la Hongrie et une partie de l'ex-Yougoslavie. Weißt du, Mimi, in Wien hat man immer schon viele verschiedene Sprachen gesprochen. Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch, Slowenisch und sogar Französisch. Mamie, est-ce que tu as vu Brocoli? Il a disparu. Ist doch nicht möglich, er war doch gerade noch da. Ach, immer dieses... Brocoli, où es-tu, Brocoli? Kinder, mach nicht so einen Lärm, wir sind schließlich im Sacher. Kinder laufen davon, um den Hund zu suchen. Er ist einfach weg, verschwunden. Am Ende des Korridors stößt Mimi plötzlich auf eine kleine Tür mit vergoldener Aufschrift. Geheim, Eintritt verboten. Als sie sicher ist, dass sie niemand beobachtet, versucht sie, die Tür zu öffnen. Ah, la porte n'est même pas fermée à clé. Quelle chance! Je vais descendre, pourvu que monsieur je sais tout ne me voit pas. Brocoli! Toujours rien. Brocoli, viens, j'ai une saucisse pour toi. Hihi, même pas vrai. Unten angekommen, entdeckt sie ein riesiges Kellergewölbe, das von oben bis unten mit Büchern vollgestopft ist. Brocoli, tu es là. Ah, quelle frayeur. Psst, n'aboie surtout pas. Qu'est-ce que c'est que tous ces livres? Ah, ce sont des livres de recettes. Waouh, Brocoli, tu as vu ça? On a trouvé la fameuse recette secrète. Vite, un bout de papier et un crayon. Si tu ne fais pas de bruit, on va y arriver. Voilà, je note. Recette, Sachertorte. Oben wird die Tür geöffnet und die Stimmen von Gustav und Oma werden laut. Mimi, bist du da? Psst, Brocoli, ne fais pas de bruit. Je t'achèterai la plus grosse saucisse de Vienne après. Voilà, j'ai fini. Il me manque juste... Combien de temps au four? Ah, ça y est. On est là, j'ai trouvé Brocoli, on arrive. Ein Kellner aus dem Kaffeehaus kommt vorbei und bemerkt Mimi. Was machst du denn da, kleines Fräulein? Weißt du denn nicht, dass es verboten ist, hier unten zu sein? Mimi versteckt ihr Blatt Papier hinter dem Rücken. Was versteckst du denn da? Ah, ich glaube, ich weiß. Das Geheimrezept. Er versucht, ihr das Papier wegzunehmen, doch Mimi schlüpft unter seinem Arm durch und läuft die Treppe hinauf. Brokkoli zieht an seinem Hosenbein. Haltet sie fest! Festhalten! Sie kauert sich nieder, versteckt das Blatt Papier, steckt es dann in den Mund, verschluckt es und kritzelt schnell etwas auf ein anderes Blatt. Eine Dame kommt. Was wollen Sie von diesem Kind? Sie ist doch so herzig. Kinder in dem Alter müssen sich einfach austoben. Mimi setzt ihr verführerisches Lächeln auf. Das kann sie. Oma ist vor Aufregung ganz außer Atem und schon ganz aufgelöst vor Schreck. Was ist los? Zeig her. Das Blatt Papier. Sie hat etwas auf das Papier geschrieben. Mimi hält ihr den Zettel hin. Darauf steht... Brocoli, je t'aime. Sehen Sie, mein Herr, das Kind ist völlig unschuldig. Sie sollten sich bei ihm entschuldigen. Uff.
Kinder, wir gehen jetzt nach Hause. Es reicht mir für heute. So viel Aufregung. Ich habe eure Abenteuer satt. Alors, Gustave, tu es prêt? On y va. On est à la maison chez mamie et on a besoin d'un moule à tarte, une balance, une spatule, le robot. Et maintenant, tu peux noter Saratote à la Mimi, puisque je fais cette recette de mémoire. Il se peut que je ne m'en souvienne pas à 100%. Ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est que je mangerai le gâteau tout seul, puisque tu n'aimes pas ça, Mimi. Ich werde nur kosten, um sicherzugehen, dass Mimis Rezept genauso gut ist wie das Original. Merci d'avoir écouté. Danke fürs Zuhören.